Das Leserforum der Allgemeinen Zeitung mit Julia Klöckner. 5 Tage vor der Landtagswahl stellte sich die Herausforderin den Fragen des Chefredakteurs Friedrich Röhing und den Lesern der AZ. Was ist Klöckners Eindruck vom AZ-Forum? Die Leser, das ist interessant, interessieren vor allen Dingen die landespolitischen Themen. Natürlich hat wieder die Infrastruktur, die Brückenfrage eine Rolle gespielt. Bildungsfragen spielen alle eine Rolle. Und dann, wenn es um Flüchtlinge geht, die Integration. Also ich fand es sehr, sehr spannend, weil es etwas wiedergibt, was unser Land ausmacht. Gab es denn Fragen, die Sie sehr überrascht haben? Fragen, die mich überrascht haben. Ach, wenn man so im Wahlkampf steckt und fast vor der Wahl steht, da gibt es kaum noch etwas, was einen überrascht, weil ich jeden Abend unterwegs bin bei Bürgerforen und da alle möglichen Fragen kommen, sogar bis zu meiner Schuh- und Kleidergröße. Und wie hat es den Lesern gefallen? Ja, es hat mir gut gefallen. Die Antworten fand ich in Ordnung, auch nachvollziehbar. Was mir nicht so gefallen hat, muss ich auch sagen, dass ein großer Teil, fast ein Drittel, nur Bundespolitik war, Flüchtlinge und. Ich hätte mir mehr gewünscht, ja, dass man über das Land spricht. Nicht, denn hier sind ja auch die Ansatzpunkte für eine derzeitige Opposition. Ich fand es sehr auf den Punkt gebracht, jedes einzelne Statement von der Frau Klöckner. Das hat mir unglaublich gut gefallen, weil sie nicht einfach irgendwas drauf losplappert. Sie geht wirklich auf den Punkt mit allem. Und das ist auch sehr wichtig. Rundum war ich eigentlich zufrieden. Mir haben noch so ein paar Themen, sind mir zu kurz gekommen. Und deshalb habe ich ja auch nachgefragt nach den Verkehrswegen, nach den Brückenproblemen, die wir haben. Und dadurch bin ich dann nachher zufriedener von der Vielfalt der Landesthemen gewesen. Ist ein Leserforum für Sie wahlentscheidend? Also für mich persönlich ist das Leserforum nicht wahlentscheidend. Ich habe meine feste Meinung, meine politische Einstellung. Mir ist auch klar, dass ich überall Kompromisse machen muss. Aber ich habe eben einen Schwerpunkt und diese Partei, in dem Fall eben die CDU, wähle ich schon seit Jahrzehnten. Und dabei werde ich sicherlich auch bleiben.